Das Foto mit Fairplay-Charakter und jetzt die Platzwahl. Schiedsrichter ist Sandro Scherer, die Nummer 1 in der Schweiz im Moment in Sachen Schiedsrichter. Pfiffen diese Saison schon Europa League und Champions League Qualifikation. Die Captains sind nur Stellvertreter. Beide. Christian Schneuli. Also hier wird die Anspielzeit kritisiert. Auch für uns ist es nicht toll, aber es geht darum, dass man, da sind die Fans sogar auf dem Platz. Es geht darum, dass man der Champions League ausweicht. Und deshalb musste der Schweizer Verband diese Anspielzeit um 18 Uhr so festlegen. Das ist also keine Zeit, die irgendetwas mit Fernsehen zu tun hatte. Die Young Boys bereiten sich ganz normal vor, können allerdings ihre Hälfte gar nicht betreten, David von Balmos und seine Kollegen, weil da die Chaoten regieren und aufs Feld gestürmt sind. Wir schauen uns trotzdem die Aufstellungen an. Bei Luzern der einstige Köpkoli wieder die Nummer 1, Dave David Zibung. Er ist unter Thomas Häberle auch wieder die Nummer 1 in der Meisterschaft. Mirko Salvi nur auf der Bank. Der angesprochene David Zibung also zurück mit 35, einer der Routiniers bei Luzern. Und die Aufstellung von Ibe, da ebenfalls die Goalie-Position erwähnenswert. David von Balmos also im Tor zum ersten Mal im Cup in dieser Saison. Marco Wölfli nur auf der Bank. Sonst ist es in etwa das, was man erwartet hat. Bei Ibe Guillaume Moirot, der beste Torschütze bei den Bernen, ist nach wie vor nicht mit von der Partie. Gerardo Seane, der Trainer, der letzte Saison noch in Luzern war, da dermaßen gute Resultate lieferte, dass ihn Ibe im Sommer abwarb. Der Luzerner ist jetzt also Ibe-Trainer und die Ibe-Kultfigur Häberli ist Luzern-Trainer. So geht es manchmal im Fußball. Thomas Häberli bei seiner Premiere im eigenen Stadion. Bisher hat er zweimal im Letzigrund gespielt. Thomas Häberli das mit gutem Erfolg. Ein Punkt gegen den FCZ, ein Sieg gegen Gietz. Da ist das Tor noch abgeschlossen worden und das muss natürlich zuerst noch gelöst werden. Ich bin nicht sicher, ob ich mich da trauen würde, den Schlüssel zu holen. Ich würde das jemand anderem überlassen. Also, das Spiel kann natürlich nicht beginnen, bevor diese Kette weg ist. Der Assistent zeigt das. Die Schiedsrichter haben die Kommunikation mit dem Stadion aufgenommen. Und wir warten auf den Anpfiff. Ich kann den Frust der Fans insofern verstehen, als dass 18 Uhr an einem Werktag nicht wirklich eine tolle Anspielzeit ist. Die Aktion dann ist im Moment für alle eher mühsam. Und dass diese Chaoten mit dieser Aktion den FC Luzern schaden, das ist auch klar, das wird selbstverständlich Bußen nach sich ziehen. Da kann man so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Auch wenn das hier jetzt gelöst wird. Aber dass die Chaoten da problemlos aufs Feld kommen und dann auch auf dem Feld verblieben sind, das wird Konsequenzen haben. Auch wenn es die Schweizer Trainerprominenz gar nicht so schlimm sieht. Uli Forte im Gespräch mit Rolf Ring. Alles bereit jetzt für dieses Spiel, für
den Viertelfinal. Wir freuen uns wieder, über Fußball sprechen zu dürfen in der nächsten Zeit.